Boah. Eieiei. Ui. Ist das stabil? Ja, ich hoffe. Wie komme ich denn darüber? So. Eieiei. Rüber, oder? Ah. Ist das ein anstrengender Dschungel, ein deutscher Dschungel. Überall juckt's und kratzt's und fast wäre ich hingefallen. Heieiei. Und was ist, wenn da oben von dem morschen Holz was abbricht und mir auf den Kopf fällt? Oh Gott, dann bin ich schwer verletzt und mich findet keiner. Das ist echt gefährlich hier. Ich meine, es ist ja ganz schön, aber so gefährlich. Kein Handynetz, überall juckt's. Vielleicht habe ich Zecken, die Krankheiten übertragen. Und was ist, wenn ich hier runterfall? Was ist, wenn irgendwo ein Loch ist oder Wasser und ich werde von Bächen mitgerissen? Jetzt bin ich überall voller Brennnessel. Oh Gott, oh Gott. Da wäre ich doch lieber im Zoo. Der Zoo. Ja, das ist so was Schönes, Sicheres, Behütetes. Da bin ich in einem Käfig, da kann mir nichts passieren. Das wäre eigentlich ganz schön. Ich bekomme mein Futter jeden Tag zur selben Zeit. Ich muss es nicht jagen gehen. Die Tierärzte wären immer da, wenn ich krank wäre. Ich würde immer behandelt werden, die Tierpfleger würden Kameras da haben und immer gleich sehen, wenn ich krank bin und wenn es mir schlecht geht. Das wäre schon schön, jetzt im Zoo zu sein. Ich glaube, ich gehe in den Zoo, weil das ist mir wirklich zu gefährlich. Also ich gehe jetzt mal in den Zoo und ja, ich werde dort alt werden. Und wobei, jetzt fällt mir gerade was ein. Der Zoo ist vielleicht doch nicht so toll, wie ich dachte. Im Zoo kann ich nicht hin, wo ich will. Ich werde vielleicht auch manchmal operiert und behandelt, wenn mir gar nichts wehtut. Wenn eigentlich alles in Ordnung ist, ich kann nicht mehr frei entscheiden, ob ich mich vor was schützen will oder nicht. Ich kann nicht mehr hingehen, wo ich will. Es wird schwierig jetzt. Jetzt muss ich doch noch mal weiter überlegen. Also ich kann nicht mehr hingehen, wo ich will. Ich kriege vielleicht auch nicht das beste Futter. Und vielleicht brauche ich auch das Jagen, damit es mir gut geht. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich wieder unschlüssig, ob ich in den Zoo soll. Wobei, ich habe ja eigentlich noch die freie Entscheidung, ob ich hier bleibe im Dschungel oder ob ich in die Natur, in den Zoo gehe. Und mich darauf einlasse, die Sicherheit bevorzuge, die Sicherheit dem Vorrang gebe vor der Freiheit. Ich habe die freie Wahl. Aber was ist aber, wenn irgendwann alle sich für den Zoo entscheiden und irgendwann der Zoo sich so mächtig fühlt, dass er sagt, wir müssen alle Tiere aus dem Dschungel in den Zoo holen. Das wird auch schwierig. Vielleicht sollte ich doch nicht in den Zoo gehen, weil ich will ja weiterhin die freie Wahl haben. Es ist wirklich schwierig. Ich bin mir echt nicht sicher. Die Natur, hingehen, wo ich will, die Sonne genießen. Vielleicht habe ich auch gar kein freies Gehege im Zoo und kann mich nicht in die Sonne legen, kann mich nicht treffen mit den Tieren, mit denen ich mich treffen will. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß es echt nicht. Wir dürfen in der heutigen Welt erkennen, was wir wollen und was uns wichtig ist. Ist uns, wie eben beschrieben, die Freiheit wichtig oder ist uns die Sicherheit wichtig oder schließt sich das gegenseitig aus? Es gibt ein Sprichwort. Wer die Freiheit zum Zwecke der Sicherheit aufgibt, wird irgendwann beides verlieren. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir im Zoo sein? Wollen wir, dass alles gesteuert ist? Dass das Denken für uns übernommen wird? Dass unsere Versorgung gesichert ist, wollen wir, dass alles geregelt ist, auch wenn das vielleicht nicht unserer Natur entspricht und nicht unseren Bedürfnissen und es uns in unserer Freiheit einschränkt. Aber möchten wir dieses
diese Bevormundung leben, nur damit wir es uns bequem machen können? Oder möchten wir ein Risiko eingehen, also in den Dschungel hinausgehen und mehr Qualität statt Quantität im Leben haben und Dinge riskieren, uns herausfordern, unsere Leidenschaft erforschen, uns reiben, uns Abenteuer erleben, soziale Kontakte pflegen, einen großen Freundeskreis haben, körperliche Nähe empfinden, Verbundenheit, Menschlichkeit. Die Freiheit zu haben, überall hinzugehen, wo wir möchten. Aber natürlich auch den Nachteil vielleicht, dass uns was passieren könnte, dass wir krank werden könnten. Oder ist der Zoo vielleicht nur vermeintlich sicher und hält uns vermeintlich gesund und in Wirklichkeit, also ist es nur eine Fassade und in Wirklichkeit, wenn wir im Zoo sind, werden wir kränker. Vielleicht leben wir ein paar Jahre länger, aber wir vegetieren mehr vor uns hin. Vielleicht gibt es im Zoo ja auch Insektenspray, was die über die Käfige sprühen und dann muss man nicht dauernd hier seine Insekten von den Beinen machen, das wäre natürlich super. Ja, das ist die Frage, was wir jetzt tun sollten. Und jeder sollte sich, glaube ich, überlegen, will er den Dschungel oder will er den Zoo? Und jeder sollte sich vor allem überlegen, wohin steuern wir? Steuern wir Richtung, wir haben die Wahl? Jeder Mensch ist in seiner Souveränität wertgeschätzt? Oder steuern wir dahin, wo gesagt wird, es gibt nur eine Wahrheit und eine Sache, die richtig ist und da müssen jetzt sich alle anpassen. Und alle, die sich da nicht anpassen wollen, denen wird nicht gesagt, na gut, ihr habt eine freie Entscheidung, ihr dürft es auch anders machen. Nein, denen wird vielleicht Druck gemacht auf ganz verschiedenste Art und Weise, um sich quasi in den Zoo hineinpressen zu lassen. Und die Frage ist, möchten wir das mit uns machen lassen? Und ist es nicht so, wie vorhin dargestellt, dass je mehr Leute sich diesem Zoo ergeben, sagen, na gut, dann gehe ich halt in den Zoo, dann da habe ich wenigstens die Freiheit und muss nicht dauernd mir Gedanken machen, ob ich mich umschauen, dass hier eine Gefahr und dort eine Gefahr und vielleicht der Zoowärter mich in dem Dschungel fangen will und dann doch in den Zoo bringt. Wollen wir uns darauf einlassen und dann die Gefahr laufen, dass dann, sagen wir mal, nur noch ein paar Prozent im Dschungel leben und in diesem Dschungel und dann der Druck noch weiter erhöht werden kann? Oder wollen wir uns jetzt dafür entscheiden, für Freiheit, für Qualität statt Quantität und für Souveränität statt Bevormundung? Und möchten wir dahingehend das System jetzt bereits, dieses Zoosystem quasi jetzt bereits daran hindern, so mächtig zu werden, dass es irgendwann uns befehlen kann, was wir zu tun haben und welche Entscheidung wir zu treffen haben? Das müssen wir uns überlegen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Analogie, womit jeder etwas anfangen kann. Und ich hoffe, es regt ein bisschen zum Nachdenken an. Bis zum nächsten Video. Ciao.